Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K. Ich hoffe, ihr habt Bock. In der letzten Folge sehr, sehr viel Story. Wir haben nach wie vor keine Info, was unsere Managerin oder eigentlich unsere Pressebetreuerin Ashley von unserem Interview hielt bei Top Takes Daily. Da lassen wir uns überraschen. Ich bin mir ziemlich sicher, nach dem Spiel erfahren wir da mehr. Jetzt direkt rein hier. Ich hab Bock zu zocken. Story ist immer ganz cool. Aber an sich wollen wir natürlich Basketball spielen. Wir spielen jetzt gegen Luka Magic. Warum steht Steven Adams hier? Ach so, Steven Adams macht hier den Walk-In oder was? Stylo Milo im Anzug. Nice. Ja, wir sind schon bereit. Ab aufs Feld. Los geht's. Ich hab Bock. Rein geht's ins dritte Spiel. Noch ein kleiner Hinweis für euch, weil ich das jetzt auch leider zweimal verpennt habe. Vergesst nicht, nach den Spielen ins Trainingszentrum zu gehen und eure Badges zu grinden. Ne? Ist einfach Pflicht. Ich habe es leider zweimal vergessen. Deswegen für euch der Hinweis, immer schön ins Trainingszentrum gehen. So, wir gehen jetzt direkt rein in die Partie. 19-22, die Zone dicht. Ja. Ja. Nice, 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 nice. Jaren Jackson Jr. mit dem Block. Der Pass kommt raus. McLemore. Boom. Schreibt mir mal, was habt ihr euch für einen Build erstellt? Also was von den Positionen, Point Guard, Shooting Guard, Forward oder Center? Und dann, worauf habt ihr euch konzentriert? Auf Athletik, auf den Dreier, auf Playmaking? Weil ich feiere den Center richtig, richtig krass. Ich werde mir aber wahrscheinlich noch einen Guard einfach für mich selber privat erstellen. Und die ersten Punkte für uns. Also, wir hatten auch das letzte Spiel, war von uns auch gut, statmäßig. Also da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Oh Gott. Ja, da komme ich zu spät. Da war ich jetzt ein klein wenig unkontrolliert unterwegs. Und da kommt der Block gegen Luka. Buja! Oder? War ein Block? Ja. Da oben steht er. Und ein schöner Pass von Ja Morant und wir mit dem Dunk. Ja, das wird noch geil. Ja Morant und wir, wenn wir dann auch mal richtig Gas geben können. Ich wusste, dass der Pass kommt. Aber ich wollte auch von Wood jetzt nicht weghelfen. Jones. Lass mal den Ball geben und... Ja, boah, Gott sei Dank, Folge. So, jetzt der Freiwurf von Embiid, den ich ja drin habe. Ja. Oh, gut, dass ich letztens zu euch gesagt habe, mit dem komme ich gut klar. Not anymore. Ja Morant nimmt auch immer genau die Seite, die ich ihm nicht anbiete. Pass kommt. Leichte Punkte. Ja, wenn man sein Center nicht zu schwerfällig macht, dann kann man natürlich auch wirklich viel mit Cuts arbeiten. Ne? 32-31. Oh. Ja. Gepennt. No way. Ah, das Foul kam von Bane. Ich glaube, das wäre von uns einfach ein richtig starker Block gewesen. Rein ins dritte Viertel. 8 Punkte bisher. Wir haben noch keinen einzigen Rebound, was natürlich überhaupt nicht geht. Ja, der war zu kurz. Viel zu kurz.
Easy. Ganz, ganz locker. Wir werden in der nächsten Folge wieder Attribute nach oben hauen. Ich werde ein bisschen mein Konto aufladen. Dann können wir da mal so ein bisschen auf unseren Jumper gehen. Ja, der gehört uns. Boom! Yes, sir! Let's go! Der hat mal richtig gut geschmeckt. Doncic bringt den Ball nach vorne. 57, 56. Ja, habe ich. Soll ich jetzt hier einen auf Playmaker machen, oder was? Und wir ziehen das Foul. Ja, und es kommen wieder Freiwürfe, die ich sowieso nicht reinmachen werde. Ich krieg einen zu viel, Mann. Ich muss in der... Das mache ich als allererstes, den Freiwurf hochskillen. Weil sonst ist Shaq, Brad Hoffman auf jeden Fall in der Haus. Fällt Gott sei Dank nicht. Jawohl! Denied! Morant. Ja, geht nichts. Ich kann nichts machen. Vor allen Dingen, ich kann halt nicht raus poppen, weil ich halt keinen Wurf habe. Später kann ich dann auf jeden Fall mal in die Mitteldistanz gehen. Aber jetzt gerade geht einfach noch gar nichts. Und der nächste Block gegen Luca. Und dann springe ich leider zu optimistisch in die Luft. Die Defense reicht. Hab ich. Und ich werde natürlich gefoult und muss an die Freiwurflinie. Oh, der war dieses Mal sogar einigermaßen. Ich habe übrigens, glaube ich, bisher in meiner Karriere 0% Freiwürfe. Wie als wenn ich in Dreier gesplasht hätte. Oh. Wir gewinnen also auch gegen die Mavs. Ja, das wäre jetzt zu wild gewesen. Ja, ich habe oben vergessen, meinen Boost zu aktivieren, aber egal. Nächster Sieg. Und wir kommen immer besser rein. Und das, obwohl wir noch keine Plaketten haben. Also das läuft auf jeden Fall ganz gut. Drei Blocks auch wieder. So. Jetzt bin ich gespannt. Pressekonferenz, Ashley. Hey Baby, ich bin mit Ashley im Büro. Wir haben ein paar Ideen, wie du anfangen kannst, die Stadt für dich zu gewinnen. Die gefallen dir sicher. Okay. Great win. But defensively, what do you want to see your team get better at as the season continues? Wir wollen unsere Rebound-Arbeit weiter verbessern. Meine Mentalität ist einfach, meinen Mann nicht an mir vorbeizulassen. Defense is a mindset, man. You know, every guy has to take it upon himself to say, I'm not gonna let this dude get by me. You know, that's my mentality every time I step on the court, at least. No, you were challenging a ton of shots out there tonight, and it looked like you really had them hesitant in the second half. Yeah, man, that's the game within a game. No one likes to get their shot blocked. You know, you got to put that fear in the back of your head, because that little tiny bit of hesitation when they're looking to see if you're going to get your shot blocked, that's going to make a miss. Man, definitely worked tonight. Good game. Saw you on Top Takes Daily, boss. You were great. You okay? It's a little bit cramped in here, isn't it? Oh. Well, we would be happy to have this meeting in your office, Ashley, but you have a strict no chairs policy. That's right. Yeah, and I'm a male on this one. I'm a big fan of chairs. I'm just saying, you think that the boss girl would have a bigger office. That's all I'm saying. Okay. Nothing more, nothing less. Should we go to hers? No. Then why don't we just start the meeting then?
That's a great idea. Yeah. Okay, so like Ricky told you, okay, we're going to slow play the whole win over the entire city thing, but that doesn't mean we can't get started, all right? Okay. Since the narrative is a media invention, we think that steering the narrative through savvy use of the media should be our top priority. I mean, that makes perfect sense. Absolutely. What's the plan? We have a three-prong attack. Three. Prong one, Lozo the Crown. Yep. Excuse me? Lozo the Crown. Government name, Lorenzo Alexander, okay? He is by far the most influential fan of the team on Twitter. By far. And he is solidly, tragically, hashtag team chef all the way. What is that? Yeah. He works at a corner store not too far from here. What? What's that you face? Said a corner store. Yep. What's wrong with the corner store? Nothing. Okay. Don't start thinking that you're better than people because you can put a ball in a hole. You know what? You're right. You got it. I know I'm right. Okay, so what you're going to do is you're going to walk over to the corner store, introduce yourself, talk to him, hit him with that MP charm that we all know and love. Yeah, somewhere in there. And pretty soon, he's going to be singing your praises on social media. Yep. Okay, so what are the other prongs? Oh, I'm so glad you asked. Prong number two. Mm-hmm. I've gotten in with Jake Duvall. Let's go! Okay. For real? Yes. Let's go. Yeah. I love this. Yeah, I know. He's like... That is so tough. He's like the OG around here, he's man. He's the last real movie star. He's, you know, the unofficial team mascot or whatever. Whatever. He's awesome. Rein it in a little bit, okay? I pulled some strings. I got a meeting for the two of you to get together. We're going to see if he can boost your cred with the fan base. Gosh, let's go, man. I'm a huge fan. Okay. I... Calm down. Right? Just a little bit. Okay, gotcha. Sorry. Got a little hype. Okay. See that. Third prong. We set up a puff piece interview for you with someone who can just throw you a lot of softballs. Yeah, we're still setting it up, but it should be a piece of cake, something you can do in your sleep. Okay. No big deal. Meantime, go introduce yourself to Lozo the Crown. Yes. At the corner store, right? At the corner store. You got it. I can do that. Look, this guy's got an enormous fan base, and his engagement is through the roof, so... Yeah. He's also got an 80% likability rating with people who identify as city fans online, so... Laugh all you want, but getting Lorenzo on your side is the only way you're going to deal with that problem with Shep you got. Okay. All right. I hear you. Yeah. I will go see Lozo at the corner store. You guys want anything? Want some batteries, gum, Snickers, okay, water? Just bring back that beautiful smile when you come back, and we can talk about next steps. Now that I can do. Good. Thanks, Ashley. Yeah. Schade, kein Wort zu unserem Interview bei Top Days Daily. Ja, also, Lozo, The Ground ist unser Guy, den wir in der nächsten Folge treffen werden. Für heute war es das aber erstmal. In der nächsten Folge geht's hier weiter mit unserem Stufenplan, dass wir unsere Beliebtheit steigern, damit unsere Fans uns endlich nicht mehr hassen. Und ja, wieder einfach aus dem Schatten von Shep Owens endlich heraustreten können. Dann in der nächsten Folge werden wir wieder ordentlich Attribute boosten und wahrscheinlich auch zocken. Davon gehe ich zumindest aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!